Hallo und willkommen mal wieder zu einem neuen Video bei Nikos Pflanzenreich und wie es in dieser Sendung wie üblich weitergeht. Fangen wir jetzt bei der Tamarillo an. Wir sehen, die Pflanze wird immer kräftiger jetzt im Wuchs, jetzt wo die richtig eingewurzelt ist. Ich bin sicher, die hat erst ganz viele Wurzeln eingegraben, bis sie dann endlich mit dem Wachstum begonnen hat. Also wie gesagt, worum geht es auf meinem Kanal? Es geht darum, Ihnen zu zeigen, welche Pflanzen man anbauen kann und welche nicht. Und ja, tropische Pflanzen sind definitiv doch anbaubar. Und ja, also das sieht sehr, sehr gut aus. Und alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Nikos Pflanzenreich, Garten-YouTuber. Nochmal kurz hinterher gesagt. Also die Zwergtamarillo funktioniert. Also der humose Boden und der Regen, der jetzt kam, ist genau das Richtige, was mein Beet jetzt braucht, damit sie das auch weiterhin kräftig entwickeln kann. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. War ein Altacher, war da, ja. Das sieht so genial aus, wie der gewachsen ist, der Baum. Ja. Also das wird ein riesiger Baum noch werden, ja. 2 Meter Platz hat er, also der Stamm wird ja noch deutlich dicker, als er jetzt gerade noch ist. Der wird sich richtig erheben irgendwann, das werden Sie sehen, wie dick der wird. Wie von der Maulbeere ungefähr. Sie sehen ja, wie dick der Stamm jetzt schon geworden ist nach 1,5 Jahren. Und ja, läuft. Die Pflege der Zwergtamarillo ist ganz einfach. Wie gesagt, am besten kalkfreies Wasser verwenden. Alle Pflanzen lieben kalkfreies Wasser. Aber wenn dies nicht zulässt oder wenn sie keine Regentonne haben, dann eben Osmose einzusetzen. Nur habe ich auch keine Osmoseanlage, deswegen sammle ich jedes Regenwasser, was wir kriegen können. Und ja. Das läuft, die sehen ja, wie diese sich entwickelt, diese Zwergtamarillo. Das ist schon echt genial. Ja. So, kommen wir zu der. Jedes Mal festhalten, Sie wissen ja, Updates. Die Engeltrompete wächst und wächst und wächst. So rasant nach dem Rückschnitt, den wir im Frühjahr im April angesetzt hatten. Ja, ich hätte auch nicht erwartet, dass im Sommer das alles so enorm wächst. Also, die sehen, jedes Mal ist man immer leicht überfordert, dass das alles so rasant und so gut wächst. Aber es gefällt mir trotzdem. Ich freue mich weiterhin an den Garten, egal was andere Leute sagen irgendwann. Und ja, die sehen, die Pflege ist einfach ein richtig schöner humoser Boden. Am besten auch wieder kalkfreies Wasser verwenden, was einen pH-Wert von 6,5,5 hat. Also 6,5 und 5,5 ist der beste pH-Wert für diese Pflanzen. Also allgemein, für die Maulbeere ebenfalls. Ich werde die irgendwann hier unten, zumindest auf den Seiten, die dünneren Äste aussortieren. Weil ich möchte nicht, dass der hier unten sich hier so stark auswuchert. Ich möchte ihn eher nach oben haben. Also Sie wissen ja, ich weiß, was, also Sie wissen, was ich meine. Die Äste sollen zwar nach außen ausufern, aber ab einer gewissen Länge. Gucken wir mal, sehen wir mal, wie viele Internodien der schon durch hat ungefähr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die sehen aus wie Pappeblätter, aber nur noch viel interessanter, finde ich. Das müsste die Nummer 8 sein. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Interessant. Und hier sehen Sie, der wächst immer noch ordentlich weiter. Also, ihr habt noch lange nicht die Schnauze voll vom Wachstum. Und das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Diese enorme Fabrik. Die Fabrik wächst und wächst und wächst. Wenn ich später einen eigenen Garten haben sollte, irgendwann in ferner Zukunft, keine Ahnung, dann werde ich mir wieder so einen Maulbeerbaum pflanzen, weil die wachsen ja ständig nach. Und also diesen Baum könnte ich locker für 100 Euro verkaufen oder mehr, sogar so groß wie der Kandidat jetzt ist. Ich würde sagen sogar 180 Euro, ja. Weil Sie sehen ja ungefähr, wie der hochgewachsen ist. Das ist echt Wahnsinn, ja. Ja, aber vielleicht ist er sogar noch viel mehr wert. Man weiß ja nie. Maulbeeren, die sind für mich einfach nur genial. Ihre Früchte schmecken. Ihre Blätter sehen attraktiv aus und tropisch. Die kommen ja auch ursprünglich aus tropischen Gebieten in Europa. Also warmen Gebieten. Ja, mir gefällt er, wie er wächst. Läuft. Ja. Diese enorme Fabrik ist schon echt genial. Ja. Die Fabriken wachsen und wachsen. Was so ein Blatt alleine hier
Diese Größe alleine ist schon echt fantastisch. Also wenn diese Bäume erstmal anfangen zu wachsen, dann sind die wirklich unaufwendbar. Also die wachsen dann, wie man möchte. Sie sehen ja, gucken Sie sich mal diese Länge an. Da hatte ich ihn zuletzt zurückgeschnitten im Winter, ja. Und so dick sind die rausgewachsen. Also wie das funktioniert, wer weiß, ja. Also ich werde die schwächeren unten abnehmen, damit eben die Kraft in die Triebe reingeht, die dicker werden sollen. Also die oberen hier. Diese Stockwerke sind aber gut aufgebaut, so wie ich das wollte. Die laufen schön nach da aus. Aber ich werde ihn jetzt demnächst zurückschneiden. Also nicht die oberen, sondern die dünneren, wie ich Ihnen gesagt hatte. Diese hier. Ja, die schneide ich mal ungefähr auf 4 ab, damit ich noch Platz habe für andere Sachen. Ja, die Maulbeere ist einfach nur genial. Und schön schnittverträglich ist er auch noch. Also wie nochmal gesagt zur Engelstrompete, die wächst jetzt wirklich rasant. Sie sehen, gucken Sie sich mal an, wie dick diese Triebe rausgewachsen sind. Hier sehen Sie es, also die sind relativ dick. Das ist der neue sozusagen, der jetzt in diesem Jahr rausgewachsen ist bis jetzt. Und die Internodien sind relativ kurz, so wie ich es möchte. Und ja. Also genau, dieser Eukalyptus, also er lebt bis heute immer noch. Also so weit haben wir schon mal geschafft, ja, dass der lebt. Gucken wir uns noch mal den duftenden Eukalyptus an. Der wächst komischerweise gegenüber die anderen Eukalyptussorten relativ gut. Sie sehen das ja hier. Also er wird auch kräftiger und schneller jetzt im Wuchs, komischerweise. Ach, nicht komischerweise. Gucken Sie mal, wie dick die Wurzeln gewachsen sind. Alter, Alter. So dick habe ich die... Dass der Eukalyptus so dicke Wurzeln macht, hätte ich ja nicht gerechnet. Im Ernst, im Leben nicht, ja. Also ich weiß nicht, vielleicht werden wir die demnächst umtopfen, mal gucken. Mal schauen. Es ist nicht auszuschließen. Die Baumwollen. Ein Testversuch. Leben bis jetzt immer noch. Ich teste mal weiter. Wir haben ja jetzt noch eine ganze Weile Zeit, bevor die kalte Phase wieder kommt. Ja, das Jagulankraut wächst unaufhörlich weiter. Wahnsinn, wie dieser Kreislauf, dieser Stoffwechsel, bei dem zumindest, das macht ihm echt zu schaffen, so stark wie das wächst. Gucken Sie sich das mal an, ja, das ist. Aber irgendwie scheint der Humusboden immer noch nicht nährstoffverfügbar zu sein. Oder ist immer noch zu kräftig, ich weiß nicht, wann der ungefähr verfügbar ist, aber Sie sehen, das ist immens rausgewachsen. Ja, die Blätter könnten aber ruhig dunkelgrüner sein, also vielleicht ist es normal bei dem Kraut oder auch nicht. Gucken Sie sich mal an, das hier, das ist, wie stark dieser herausgewachsen ist. Wir haben das alles dokumentiert zusammen. Gut, dass ich da auch mit meiner Gefühlslage das weiter dokumentiert habe. Man weiß ja nie, was wäre passiert, wenn ich jetzt aufgehört habe mit Film. Dann hätte ich gar nichts mehr kontrollieren können, also im Sommer mit dem Wachstum. Ja, aber auch hier dasselbe Phänomen, helle Blätter, wie hier, die werden immer noch nicht hell. Also da scheint wohl alles... wohl zu stark nährstoffreich zu sein, würde ich fast vermuten. Aber wachsen tut er denn weiter kräftig. Sie sehen ja, was der für ein immenses Wachstum hingelegt hat. Das ist schon, das ist nicht wenig. Hoffen wir mal, dass der sich weiter kräftig entwickelt. Und ja, also was soll ich dazu sagen? Das Wachstum läuft, die Maschine arbeitet. Aber hier komischerweise werden die Blätter jetzt grüner. Also er scheint wohl bald auf pflanzenverfügbare Nährstoffe zugreifen zu können, der karibische Korallenstrauch. So habe ich einen Anschein, weil die neuen Austriebe sehen wirklich relativ gut aus von der Farbe. Wer weiß, wo das alles einmal hinführt. Mal gucken. Ja, das Fahrrad, was sie von mir versucht haben zu stehlen. Ja, schöne Geschichte, sowas. Ja. Die sind immer noch nicht reif. Die Stachelbeeren hängen weiterhin voll. Ja, wie alle Gewächse, die ich mittlerweile rangezogen habe. Die sind wirklich
ich weiß nicht mehr. Langsam frage ich mich, ob diese Garpflanzen so stark und gut heranzuziehen, ob das wirklich auf Dauer von Vorteil ist. Das weiß ich nicht. Ja. Sie wissen ja um meine Erkrankung. Ich kämpfe jeden Tag dagegen an. Und ja, gucken wir mal weiter, dass wir den Kampf gewinnen. Und ja, die Osterbeeren sind reif, aberntbar. Also noch nicht alle reif, aber der größte Haufen ist durch. Gut, dass die Osterbeeren relativ lange am Baum noch weiter hängen. Ja, weiterhin alles voll. Ja. Hier, wo weniger Sonne raufgekommen ist, da dauert etwas länger. Ja. Das ist eben der Stoffwechsel. Ja. Wenn der Stoffwechsel angeregt wird, dann fängt er an, richtig zu wachsen. Ja. Der Kandidat hier, der ist kräftig am Wachsen. Also den werden wir irgendwann in den Topf dann einsetzen. Ja, Sie sehen, und der ist auch wirklich, also der holt sich ganz viele Nährstoffe. Da habe ich auch viel Pferdemist hingeschmissen. Der scheint wohl doch pflanzverfügbar für diese Pflanze schon zu sein. Ja, also Pferdemist gibt es ja ohne Ende beim Bauern. Also das ist kein Problem. Ja, der Holunder, ja. Genau, der wächst. Ich habe es allen gezeigt. Holunder kann man definitiv umsetzen im März, auch wenn der schlapp macht. Der kommt wieder mit einer Power, die man sich nicht vorstellen kann. Also genau, das ist absolut Wahnsinn, dass das so gut funktioniert hat. Also, und der ist immer noch nicht fertig mit seinem Wachstum teilweise. Ja. Sie sehen das hier. Und hier wächst er gerade aufwärts immer noch in die Höhe. Das ist mächtig, also so einer kann ganz schön kräftig wachsen. So. Und gucken wir mal da. Wenn er austreibt, ist ein Anzeichen, dass dieser Steckling Wurzeln gemacht hatte. Und Sie sehen, das Regenwasser ist nicht mehr ansatzweise so tief gekommen. Ja, also genau, der Kandidat hat ordentlich Wurzeln. Den kann ich jetzt verschenken, weil ich brauche nicht noch mehr von den Osterbeeren. Den haben wir damals abgeschnitten und dann habe ich ihn verschenkt. Hier weiter, jetzt hat er hier ein neues Blättchen gemacht. Der Milchbaum. Also der so Milchsaft produziert, ein wunderbares, kräftiges Grün. Also die Pflanzenstoffe sind dort verfügbar und werden jetzt ins Pflanzenwachstum übergeleitet. Einwandfrei. Wenn ich wüsste, wie man dieses starke Sonnenspektrum auf eine Lampe machen kann, dass das dann das ganze Jahr über möglich ist. Da braucht man nicht sich auf die Sonne immer angewiesen zu sein, im Winter zumindest. Sie wissen ja, was ich meine. Das sieht mir immer mehr aus nach einer wilden Physalis. Also die Blätter sehen anders aus als die, die ich kenne. Lassen wir die mal kurz stehen, man weiß ja nie. Da kann ich nochmal kurz zeigen. Sie sehen, das meine ich mit dem Stoffwechsel. Die Pflanze blüht schneller als sich befruchtet teilweise und das ist echt heftig. Ja, die Lupine holt sich auch ganz viele Nährstoffe, deswegen sieht die Pflanze momentan auch nicht so gut aus. Ist ja so ein Stickstoffsammler, der fängt eine Menge Stickstoff ein. Hier, gucken Sie sich mal an, die Papaya, wie die gut zurückgewachsen ist teilweise. Das ist erst der Anfang, die Papaya wächst jetzt richtig kräftig. Hier sehen Sie das Herz, da kommt schon das nächste Blättchen heraus. Ja, das ist die, die wir retten konnten. Ja, also die wächst wunderbar jetzt. Einwandfrei, das ist jetzt ihr Lieblingsklima. Mal gucken. Und hier der Blauglockenbaum, ein Kandidat zum Verlieben, sage ich nur. Und so kräftige und gewaltige Blätter, das ist Wahnsinn. Boah, das ist einfach nur der Hammer, ja. Diese gewaltigen grünen Blätter teilweise. Ja, der gibt Vollgas. Der Blauglockenbaum wächst und wächst wie eine Maschine. Unaufhörlich. So, kommen wir jetzt wieder zu dieser Staude. Ich finde, ihre Blüten sehen einfach so klasse aus. Die muss man immer wieder mal aufgenommen haben und mitgenommen haben. Weil das sieht einfach nur so genial aus. Ja. Das ist so heavy. Gucken Sie sich das an. Also, das
ist Wahnsinn. Diese Blütenformen, das ist gewaltig. Gucken Sie sich das an, wie riesengroß teilweise die Blütenköpfe sind. Das ist nicht wenig. Ja, ja die Banane, sehen Sie, das Riesenblatt, das neue. Die werden jetzt immer Stück für Stück immer riesiger. Also diese Banane gibt dann auch Vollgas. Ja. Jetzt das Mammutblatt, gucken Sie sich mal an, wie dieses sich entwickelt weiter. Das ist bei diesen tropischen Temperaturen teilweise, ja, das hat sich fast verdoppelt von der Größe her schon. Und das ist nicht wenig, gucken Sie sich das an. Ja. Ja, die gibt Power, also die ist Vollgas am Wachsen, ja. Das ist jetzt auch ihre Zeit. Wir haben jetzt sozusagen die Sonneneinstrahlung wie bei den Seychellen. Ja, da will ich später unbedingt mal hin, wenn ich es überstehen sollte, diese Erkrankung. Und ja, das ist gewaltig, ja. Wie groß das schon geworden ist teilweise, ja. Und es wird noch viel, viel größer, die größte Blattschmuckstaude der Welt. Und hier die Weintrauben. Muss man jeden Tag ein Update machen, gucken Sie sich mal an, wie schnell die dick werden. Ja. Das gibt wieder ordentlich Trauben. Ja. Haufenweise Trauben. Ja. Das ist das Endergebnis dafür, wenn man so viel investiert hat. Ja. Ja, hier muss ich schon wieder mal. Hier muss ich auch wieder abbrechen. Das ist ja. Ja, der wächst mir auch ständig. Kommt überall kräftig heraus. So, was haben wir ihn da aufgehalten, dass er da nicht mehr weiter wachsen kann? Aber hier unten, die sollen auf keinen Fall noch schneller wachsen. So, aufgehalten. Das hätten wir. Also der Wein läuft, funktioniert einwandfrei. Ja, Sie sehen, es ist schon der dritte, also zweite Rückschnitt und jetzt fängt er schon wieder an, auf den Seiten auszutreiben. Es ist bei ihm eine Qual, kann ich Ihnen sagen. Der Wein will einfach bei diesen guten Bedingungen weiter wachsen. Das ist. Ja, Ahorn, Bonsai-Vorbereitung läuft weiterhin auf Hochtouren. Der wird auch immer dicker und dicker. Und teilweise hier unten kriegt er auch Verdickelungen. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen, teilweise. Ja, da läuft eine Kellerasse oder so eine rum. Also sieht echt cool aus. Hier ist auch sehr, sehr viel Humus drin. Also der Kandidat kann sich auch nicht daran zehren. Jo. Macadamia. Ja. Sieht sehr gut aus. Ist alles gut ausgereift. Ja. Jetzt warten wir nur endlich, bis er austreibt, der Kandidat, bis er endlich austreibt. Das ist ja das, was wir uns wünschen. Hepameles, ja, schönes Dunkelgrün. Also besser geht's gar nicht mehr. Ja. Ist teilweise echt heftig. Alter Chavala, ja. Hepameles wächst und wächst. Na, läuft, kann ich nur sagen. Der Wein wieder wächst. Eieiei. Alter, aber das sieht aber auch genial aus. Ja. Also der Wein, der hat auch eine Power, also das ist teilweise echt heftig. Die Photosynthese läuft einwandfrei, kann ich Ihnen nur sagen, also Sie sehen es ja hier. Ja, die Moringa, die erholt sich, die kommt jetzt. Das ist jetzt ihre Temperatur, wo sie sich wohlfühlt. Später muss ich sie dann ins Treibhaus stellen, Sie wissen ja wieso. Aber erst ab Oktober, so lange lasse ich das Licht aus. Und hier, aber diese Moringa beginnt mit dem Wachstum, Sie sehen das. Die Knospen werden dicker, also die neuen Blätter, die sie entwickeln. Und schiebt sich neu heraus, das sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Sehr gut aus.
Ja, gucken Sie an, hier wieder frischer Wurmhumus. Also bei so einer Power an Humus wächst ja natürlich alles sowas von rasant teilweise. Das ist echt unheimlich teilweise, muss ich ehrlicherweise gestehen, wie rasant das wächst. Sie sehen auch hier, das, was an Regenwurmhumus so genial ist, ihre Sekrete. Ja. Das speichert sehr, sehr lange Wasser auf Dauer, ja, wenn es gut eingesetzt wird. Zitronenmelisse, ja. Wunderbar am Blühen. Ach, die öffnen sich gerade erst. Sehen Sie hier? Teilweise hier öffnet sie sich. Ja. Das ist Wahnsinn. Das sieht ja echt genial aus. Ja. Und das Mädchen auch. Gucken Sie sich das an, wie schön es am Blühen ist, teilweise. Ja, das ist echt heftig, teilweise. Ja. Läuft, läuft, läuft. Funktioniert einwandfrei. Hier der Sauerklee ist sehr heftig am Wachsen. Der hat so einen enormen Schub bekommen teilweise. Ja, die Neuaustriebe von dem Wein lasse ich einfach da zurück. Genau. Hey, der Sauerklee hat, glaube ich, schon Kapseln ausgebildet. Ich habe gerade irgendwas Kapselartiges gesehen. Das ist ja ein typischer Hülsenfrüchtler hier. Hier sehen Sie die Kapseln. Das ist echt der Wahnsinn. Hier, das ist Wahnsinn, ja. Diese Ausbildung. Oh, ja. Und die Karte, gucken Sie sich das an. Das waren alle so kleine Babys gewesen, teilweise. Ja. Das ist echt der Wahnsinn. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Läuft, dass es so eng gewachsen ist, desto besser hält es das Wasser aus. Und hier, die Baumschule, die wächst komischerweise jetzt auch viel, viel gesünder als normalerweise. Sonst wächst die relativ komisch immer jedes Mal. Das ist Wahnsinn, ja. Also Baumschädi Experiment läuft weiter, ja. Ich habe sie gerettet, das ist die Hauptsache. Boah, wie viele Asseln, ein Traum. Ja. Aber woher kommen die ganzen Asseln? Alter Haler, ja. So viele Asseln. Oh, ja. Wurzeln, ganz viele Wurzeln, einwandfrei. Ja. Neue Wurzeln. Hier gucken Sie schon wieder ein neuer Austrieb teilweise. Das läuft schon mal relativ gut. Ja, der Katalber reift jetzt die ersten Blätter jetzt aus nach Umtopfen. So, genau. Also hier sehen Sie das ganz genau. Also hier unten selbst ist der schon aus soweit. Gucken Sie sich mal an, wie dick der Stamm teilweise unten schon wieder ist. Das geht so schnell teilweise. Das ist echt der Wahnsinn gleichzeitig hier. So, der Seidenbaum sieht auch relativ gut aus. Der kommt nach und nach jetzt. Sieht gesund aus. Ja, kommt nach und nach. Oh, gucken Sie sich mal an. Oh ja, jetzt geht er hier unten ab. Das ist wahnsinnig. Ist echt der Wahnsinn teilweise. Also der Seidenbaum wird auch irgendwann so riesengroß. Ja. Teilweise, also das kann auch schon solche Größen erreichen.
Die Indianerbanane wächst und wächst und wächst. Jo. Also, ja, genau, wie soll ich das sagen? Also, mein Maulbeerbaum soll irgendwann umgesetzt werden, leider, leider. Aber wenn ich das Wesen weiterhin behalten kann und diese weiterfilmen darf, dann ist das Wesen schon mal alle Mühe wert. Ja, Sie sehen hier das Herz. Die ersten zwei Blätter sind ordentlich schon am Ausreifen. Und hier am Herz entwickelt sich das weiter. Mal gucken, ja. So, die Plumeria. Lebt weiter und weiter, also die hat es tatsächlich bis jetzt geschafft, teilweise. Ui, das ist ja echt schön, ja. Ja, also hier kommt das nächste Blättchen, wie Sie sehen, also bei der Banane, die gibt jetzt Vollgas, jetzt wo sie angewachsen ist. So, die Maulbeere, die schneide ich dann die unteren Triebe zurück, damit die, wenn die beim Umsetzen ist, dass sie nicht so viel Wasser verliert. Das ist ganz wichtig, ja. Alter, mein Schätzchen, wie das gewachsen ist teilweise, aber wirklich echt brutal. So viel, so eine Holzproduktion hätte man gerne mal, definitiv. Ja, das ist diese Fabrik teilweise da oben. Ja. Das ist echt der Wahnsinn gleich. Ja. Die Größe der Blätter, diese Fabrik. Ja. Das schade um mein Bäumchen eigentlich gesagt, aber gut. Sieht sehr, sehr gut aus. Läuft, läuft, ja. Die Fabrik arbeitet, arbeitet, ja. Gut, also wenn Ihnen mein Kanal weiterhin gefallen haben sollte, lassen Sie ein Abo da und einen Daumen. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos mal wieder. Bis dann, euer Nikos Pflanzenreich. Und Sie werden meinen Maulbeerbaum weiterhin sehen. Und genau, er kommt nur auf eine Sache hin, wo er mehr Platz bekommt. Genau, das sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin zufrieden, ja, genau. Dann bis zum nächsten Mal, euer Nikos Pflanzenreich. Und ein Abo und die Glocke nicht vergessen, am Anschluss zu drücken. Genau, ciao, ciao.